Fahranfänger zwischen 18 und 24 Jahren sind deutschlandweit jedes Jahr an rund 70.000 Unfällen beteiligt. 10.000 Menschen verletzen sich dabei schwer. Doch nicht alle Unglücke sind so mysteriös wie der nächste Einsatz. Leitstelle Köln, guten Tag. Ja, Gerber hier, Sie müssen schnell kommen, hier ist ein Unfall passiert. Wo genau sind Sie? In der Brühler Landstraße hier in Köln. Was ist denn genau passiert? Ich habe mein Auto hier gefunden, das ist total kaputt. Da ist ein Fremder auf der Motorhaube und der ist schwer verletzt. Frau Gerber, bewahren Sie bitte Ruhe. Ich schicke Ihnen sofort die Rettungskräfte, Feuerwehr und die Polizei raus. Die Melderin ist außer sich. Das Unglück ist mit ihrem Auto passiert. Bei dem schwer verletzten jungen Mann in der Windschutzscheibe handelt es sich jedoch um einen völlig Fremden. Einen Mitfahrer scheint es nicht zu geben. Sanitäterin Karin Kippels und Einsatzleiter Phil Funke sind als Erste vor Ort. Wir brauchen die Feuerwehr noch hier, den kriegen wir hier nicht Feuerwehr so raus. Unterwegs. Komm du mal rum. Das ist mal ansprechbar. Hallo? Hallo? Pass auf, ich komme auf die andere Seite. Also den Kopf festhalten, gib mir den von hier ran. Seid ihr da? Hast du Money? Mhm. Hast du fest? Soll ich umziehen? Zieh rum. Ich habe noch Puls, halbwegs tastbar. Aber. Okay. So, pass auf, ich komm zu dir rum. Lass uns mal hier schon mal einen Zugang legen. Und dann müssen wir uns gleich mal überlegen, was genau. Wir wollen genau hier rauskriegen. Hi. Identität oder? Kannst du mich hören? Ich guck mal einmal in die Augen rein. Dass ein Patient komplett durch die Windschutzscheibe fliegt, das habe ich persönlich noch nicht erlebt. Man hat immer mal wieder davon gehört, dass in Einzelfällen sowas passiert ist. Und man muss einfach sagen, dass die Chancen für diese Patienten, einen solchen Unfall, wo sie durch die Windschutzscheibe durchfliegen, überleben, schon sehr, sehr gering ist. Also, Person, die Scheibe gegen den Baum. Auto hat gequalmt bei Anfang, aber hat wieder aufgehört zu qualmen. Ja, okay. Kühler oder so kaputt gegangen. Wir überlegen gleich mal, wie wir am besten rauskriegen. Ob wir ihn rausgezogen kriegen mit euch zusammen. Ja. Ob er da einklemmt, das haben wir jetzt noch nicht genau eruiert. Müsst ihr ja mal gucken, ob der irgendwie eingeklemmt ist. Der, hat hier einige Schnittverletzungen am Bauch. Genau. Weil jetzt bei einem Treffen noch halbwegs ansprechbar. Ne? Weiter kompressen. Wir machen das so. Wir schneiden die Scheibe etwas frei, Spineboard drunter und ziehen ihn nach vorne mit dem Spineboard raus. Als die Feuerwehr dann eingetroffen ist, ist der Patient dann immer weiter eingetrübt. Deshalb mussten wir das Ganze hier dann etwas schneller machen lassen. Und wir haben uns dann entschieden, eine Crash-Rettung zu machen. Das heißt, den Patienten so schnell wie möglich aus dieser Lage zu befreien. Nee, der dürfte gar kein Auto fahren. Nee. Frag noch mal, ob die den nicht kennen. Nee, die kennen den nicht, das habe ich ja. Eigentlich sollte der Sohn ja in einem Auto sitzen, ja, weil das ja deren Auto ist. Ja. Dr. Sani zurück. Also, ihr müsst die andere Seite auch noch. Ja, lässt sich knicken. Okay. So. Ich habe das Spineboard. Ihr zieht mir den jetzt bitte etwas weiter noch nach vorne auf das Spineboard drauf. Und wir versuchen den direkt auf den Rücken zu drehen. Genau, wenn wir jetzt, direkt auf den Rücken zu drehen. Ich hab Kommando. Einer hält den Kopf. Drei, Kopfkommando. Eins, zwei, drei. Okay. Ich hab den Kopf. Okay, dann tu mal direkt. Pass auf, dass du da oben nicht runterrutschst. Ja. Genau, du übernimmst gleich bitte hier hinten. Habt ihr da? Noch gehen die Rettungskräfte von einem Schwerverletzten aus. Bei der Befreiung des jungen Mannes macht Feuerwehrmann Jochen Müller jedoch eine alarmierende Entdeckung. Wir haben da auf der Beifahrerseite Blutspritze am Armaturenbrett und einen Türrahmen. Ja. Der sagt das gar nichts mehr. Das kann ja nicht von ihm kommen, ne? Er sagt gar nichts mehr. Hey. Scheiße. Der sagt nichts mehr. Später. Manni! Komm her! Hey. Wir müssen mal gucken. Manni, ich kann jetzt nicht. Die Sache mit der Blutspur weiter. Schere. Wir vermuten eine zweite Person. Ich lasse einen zweiten RTW und ich lasse einen zweiten Notarzt einfach auf Verdacht durchkommen. Hey, komm, mach die Augen auf! Wir haben noch keine Daten von Ihnen. Eins. Zwei. Drei. So, ich schneide hier weiter auf, ne? Brauch es erstmal nicht hart. Manni, kannst du mal einmal gleich das Becken testen? Ja, mach ich jetzt alles. Hier, dein Stethoskop. 27, 28, ja. 29, 30. Eins. Zwei. EKG ist dran, machst du einmal kurz Pause? Und einmal Puls. Ich hab wieder was. Puls ist da, ne? Ich hab wieder was.
Eine Reanimation muss durchgeführt werden, wenn der Patient einen Kreislaufstillstand hat. Und mit der Herzdruckmassage versucht man, einen minimalen Kreislauf einfach aufrechtzuerhalten. Deshalb ist das erstmal die allerwichtigste Maßnahme. Die haben wir dann auch soweit fortgeführt, weil man dann im EKG auch eine Nulllinie, also eine Asystolie, gesehen hat. Diese darf man nicht defibrillieren und muss dann nur mit der Herzdruckmassage und medikamentös versuchen, einen Kreislauf, einen eigenen Kreislauf wiederherzustellen. Das hast du? Mhm. Ja, dann gib mir links eine Mullbinde, eine große. Du musst? Ja. Und hier Pfeffer. Okay. Jawohl, sitzt erstmal. Lass mich einfach hin. Ja, ich will es nicht runterfallen lassen. Okay. Hast du hier die Glocke spritzen? Hat einer mein Stethoskop? Ja, habe ich gesehen. Hier, mit dem Gefühl, ja, dann mach ich das. Ist geblockt. Beatmungsmann, habe ich jetzt immer Maske ab. Ja, Maske. Boah, diese Maskenklemme. Warte mal, Maske ab. So, ja, und? Das ist, wofür ist das? Okay. Einmal leise. Ja, eins. Ja. So. Beide Seiten. Sitzt gut. Perfekt. Nee, sitzt gut. In der Klinik wird eine Traumaspirale durchgeführt, um Kopfverletzungen festzustellen, Verletzungen des Thorax, des Abdomens, der inneren Organe. Und dann muss er sich in der Klinik natürlich auch auf der Intensivstation auch von der Reanimation und den Strapazen dieser gesamten Versorgung zu erholen. Das zweite Einsatzfahrzeug mit Alexander Hedkamp an Bord trifft an der Unfallstelle ein. Denn die Blutspuren auf der Beifahrerseite lassen nur einen Schluss zu. Es gibt eine zweite, vermutlich schwer verletzte Person. Ja, pass auf. Ich habe hier seinen Personalausweis. Ja? Ja. Du kannst dir den Namen schnell aufschreiben. Er ist 17, darf in Begleitung eines Erwachsenen fahren. Deswegen gehen wir stark davon aus, dass eine zweite Person im Auto gesessen hat, okay, weil er alleine noch gar nicht fahren darf. Okay. Die Erwachsenen, die beiden, die da stehen, das Ehepaar, denen gehört das Auto. Die vermissen ihren Sohn. Jetzt gehen wir da, die gehören gar nicht zu ihm? Nein, das sind nicht die Eltern von ihm. Die Mutter von ihm ist gerade gekommen, die haben wir angerufen, okay, weil er minderjährig ist. Okay. Ich weiß nicht, könnt ihr den mitnehmen? Ich gehe gleich einmal mit ihr sprechen. Ich spreche mal mit ihr. Ich spreche kurz mit ihr. Ich gehe mal was machen. Wenn was ist, sagt Bescheid. Ich habe ihm gerade die halbe Akrinor gesehen. Also, du brauchst die Daten, ansonsten würden wir nachher sowieso noch mal reinkommen. Ist dran laut. Mit den Daten. Ja, genau. Wir haben aber die Leitstelle schon informiert. Pass auf, das ist die Mutter. So, das ist der Notarzt, der ihren Sohn gerade behandelt. Wie geht's, mein Sohn? Ihn hat's echt schwer getroffen. Er ist hier Kopf vorwärts durch die Windschutzscheibe gegangen. Wir müssen da von sehr schweren Kopfverletzungen ausgehen. Wir haben ihn jetzt in Narkose gelegt und intubiert. Ne? Also es steht echt gerade noch sehr kritisch um ihn. Er ist einmal reanimationspflichtig geworden im Auto. Ne? Wie gesagt, wir fahren jetzt zügig mit ihm ins Krankenhaus. Er ist ja noch minderjährig, ne? Dass sie auf jeden Fall mitkommen. Sie können gerne bei uns mitkommen. Ja, und wir würden uns dann jetzt auch zügig auf den Weg machen. Ne? Ihr Sohn ist ja alleine gefahren und mit wem ist er gefahren? Er hatte Besuch von einem Freund, der heißt Ben. Ben ist unser Sohn. Okay, das ist der Sohn von dem. Dann sind die beiden. Aber wo ist er? Also Ben meinte, dass es ihm nicht so gut ginge und er wollte ganz gerne nach Hause fahren. Und dann haben beide das Haus verlassen. Ja, aber wo ist Ben? Ja. Fahren Sie mit, wir sehen uns im Krankenhaus. Ja, warum der Beifahrer nicht im Fahrzeug sitzt, lässt sich durch unseren Moment überhaupt gar nicht erklären. Die einzige Möglichkeit, die wir jetzt im Moment haben, ist, ihn zu suchen. Ja, eine vermisste Person, das wird der Sohn von den Leuten hier sein. Der müsste hier in der näheren Umgebung eigentlich liegen, sein, irgendwas. Wir vermuten mal, er ist bei dem Unfall auch verletzt worden und ist dann im Schockzustand eben weggelaufen. Das unwegsame und schwer einsehbare Gelände neben der Landstraße erschwert die Suche nach dem vermissten 18-Jährigen. Ben? Alles gut, Ben, alles gut. Wir haben dich gefunden, Junge. Okay, cool. Wenn wir hier runter, aufpassen, hier geht's steil runter. Hier ist hallo. Handy. Hallo. Nicht viel bewegen. Bleiben Sie mal ruhig, so liegen. Entschuldigen Sie, bleiben Sie einmal kurz liegen. Beruhigen Sie den Kopf. Beruhigen Sie sich. Stiffneck, das ist vor wie geht's? Wie geht's? Machen Sie einmal die Augen auf. Ja? Woran können Sie sich erinnern? Eine Infusion. Zugang? Einmal Zugang. Infusion ich und Zugang. Unterwegs. Ganz ruhig bleiben. Tun Sie mir mal einen Gefallen. Ja. Ja. Atmen Sie mal bitte tief ein. Ja? So, Doktor, kannst du mich hören? Der junge Mann hat mit in den PKW gesessen. Ja. Wir haben ein blutverschmiertes Armaturenbrett.
Also er wird wohl mit dem Schädel eingeschlagen sein. Verletzungsmuster passt auch dazu. Er hat eine Kopfplatzwunde. Ich wollte jetzt noch einmal auskutieren. Ja. Ich lasse den erstmal wieder ranholen. Ich habe erste Rasselgeräusche auch gehört. Der wird, auf die Atmung konzentrieren. Der wird etwas haben. Ich mache jetzt erstmal auskultiere fertig. Wir kriegen eine Infusion und dann auch Schmerzmedikation. Ja? Okay. Ich lasse den RTW ranholen und dann holen wir ihn nach raus. So, jetzt hören Sie mal zu. Einmal bitte einatmen. Tief einatmen. Konzentriere dich auf die Atmung. Mach mal, Oma, erste auf. Okay, weiter. Okay. Links, aus, links als auch rechts basal Rasselgeräusche. Okay. Beidseits. Okay, das hört man gleich mal kurz. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Bleiben Sie einmal hier. Hat er irgendeine Schwierigkeiten mit der Lunge gehabt die letzten zwei, drei Wochen? Lungenentzündung oder? Er hat schon ziemlich stark gehustet, ja. Ja gut, das passt dann natürlich auch zur Lungenentzündung. Durch Auskultation des Patienten als auch durch die Informationen, die die Eltern uns überbringen konnten, stand schnell fest, dass die Rasselgeräusche, die ich hören konnte, ja, auf eine fulminante Pneumonie, also eine Lungenentzündung hingewiesen haben, die schnellstmöglich zu behandeln ist. Der 17-Jährige besitzt zwar einen Führerschein für begleitetes Fahren, der Begleiter muss jedoch mindestens 5 Jahre im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und älter als 30 Jahre sein. Michael Weber hakt nach. Kannst du ihn mal fragen, was überhaupt passiert ist mit dem Auto? Warum die können Sie Äußerungen machen zu dem, was passiert ist? Haben Sie da noch irgendeine Erinnerung? Ja. Was ist da genau passiert? Ich war bei mir und da haben die halt ein bisschen gezockt. Und dann wurde es mir schlechter. Und dann hat er sich angeboten, dass er mich nach Hause fährt. Ja. Und er ist halt 17 und darf eigentlich... Das ist natürlich dann schon ziemlich fahrlässig. Ja. Sagen Sie mir mal, wie lange haben Sie denn schon Ihre Atembeschwerden? Ich habe Sie gerade mal abgehört. Das ist ja 2, 3 Wochen. Das hört sich nicht so gut an. Ja. Haben Sie nicht mal gedacht, zum Arzt zu gehen? Ja, keine Ahnung. Die ersten Schritte beim Auffinden des Patienten war, dass wir erstmal eine Anamnese bezüglich der Schmerzen durchgeführt haben. Er hat sehr starke Schmerzen angegeben. Dagegen haben wir auch ein starkes Schmerzmittel verabreicht, sowie Sauerstoff, was auch existenziell gewesen ist für seine Atemdepression. Anschließend haben wir ihn dann schnellstmöglich in den RTW verbracht. Ich würde Ihnen vorschlagen, auch wenn Sie jetzt unbedingt zu Ihrem Sohn wollen, ein bisschen Abstand halten jetzt gerade. Ja, wir versuchen Ihren Sohn jetzt erstmal in den Rettungswagen zu legen. Einer von Ihnen kann gerne mitfahren, der andere muss dann vielleicht auch mit einem Privat-PKW fahren. Ja, ich fahre dann mit. Wie ist es mit Anmeldung? Anmeldung ist gelaufen, Klinik am Südring. Okay. Haben Sie das auch verstanden? Wir werden Ihren Sohn jetzt in die Klinik am Südring fahren, müssen Sie wieder hinkommen, oder? Okay, ich weiß, wie das geht. Dann können wir uns dort treffen. Ihr Sohn wird jetzt auch ins Klinikum erstmal durch die Röhre gejagt, um zu gucken. Was ist denn passiert? Können Sie schon mal sagen? Ja, wie gesagt, Sie werden dort einen Unfall gehabt haben. Ihr Sohn war mit in dem Fahrzeug. Und er ist wohl nach hier hingetaumelt. Aufgrund seiner starken Pneumonie, also Lungenentzündung, die er hat, ist er dann wohl hier dann auch zusammengebrochen aufgrund von Atemdepression und Sauerstoffmangel. Und dementsprechend kriegt er von uns jetzt Sauerstoff. Und aufgrund des schweren Verkehrsunfalls muss er natürlich auch erstmal durch die Röhre, sprich CT, gejagt werden, um zu gucken, ob er noch innere Verletzungen hat. Was haben Sie eben schon bemerkt? Wie sich das eigentlich für uns schon abgezeichnet hat, hat der 17-jährige Fahranfänger oder begleitetes Fahren die Möglichkeit in Betracht gezogen, seinen Kumpel ins Krankenhaus zu fahren wegen seiner Lungenentzündung. Er ist dann auf der Fahrbahn, auf der nassen Fahrbahn in Schleudern gekommen, hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und beide sind dann letztendlich im Graben gelandet. Der 17-jährige Fahrer hat keine schweren inneren Verletzungen beim Durchbrechen der Windschutzscheibe erlitten. Seine Fahrerlaubnis mit eingetragener Begleitperson musste er allerdings abgeben. Nach Ablauf einer Sperrfrist kann er diese durch ein Aufbauseminar möglicherweise zurückbekommen. Sein Freund und Beifahrer hat die Lungenentzündung mittlerweile auskuriert.